Heute Muddelbabys, ganz nackt. Schuppentiere, ganz intim. Und Serwale, ganz professionell. Säbelantilope Maria hat ein Kind zur Welt gebracht, erst vor wenigen Tagen. Es macht einen fitten Eindruck, aber man weiß ja nie. Deswegen wollen sie die Kleine mal untersuchen. Jungtierprophylaxe. Tausendmal gemacht und eigentlich Routine. Ein bisschen wiegen, ein paar Spritzen. Doch Mutter Maria ist nicht ohne. So, hat er nicht einen Besen? Ich glaube nicht, dass sie uns ranlässt. Nee, das glaube ich auch nicht. Ich könnte die nicht ab. Ach ja. Die irgendwas brauche ich erst zusammen. Mal. Also im Normalfall wird sie mich jetzt nicht so einfach ranlassen. Jens. Ahnt schon. Es gibt Ärger. Also gehe ich jetzt einfach mal aus. So. Die Seite hat Maria dicht gemacht. Dass kein rankommen. Und von hier auch nicht. Sie zeigt, dass ihr Jungtier bewacht. Also ich habe auch nicht vor, mich in die Hörner zu stürzen. Und nun? Was tun? Zur gleichen Zeit bei den Nashörnern. Seit ein paar Tagen tut sich hier was Komisches. Im Stall weht ein Hauch von Hollywood. Frank Meyer will seine Schützlinge auf ein Leben im Rampenlicht vorbereiten. Wir werden hier drin mit den zwei Weibchen kleine technische Voraussetzungen üben, die fürs Drehen notwendig sind. Es wird ein bisschen mehr Licht benötigt, als wir vom Haus aus hier drin haben. Und deswegen steht hier ein Scheinwerfer. Und an den sollen sich die Tiere jetzt gewöhnen. Ich darf nicht zu viel verraten. Nicht, dass ich hier irgendwie die Spannung rausnehme, aber ich denke, man kann sagen, sie sollen Nashörner spielen. Und Nashörner deswegen, damit die Maske nicht so viel zu tun hat. Das können sie so von Haus aus. Der Duo spielt nicht mit, weil er der nervlichen Belastung am Set nicht gewachsen ist. Er ist einfach zu sensibel. Und da, wenn er sein Frühstück hier eingenommen hat, dann geht er ins Außengehege und hat da draußen seine Ruhe. Das Filmteam rückt erst in einer Woche an. Aber Franks Nashörner sind Gewohnheitstiere, lieben keine plötzlichen Veränderungen. Ja, komm nur rein. Wie siehst du? Fein gemacht. Nashorn Dominandi. Okay. Hat sie etwa Lampenfieber? Ja, also hier steht der große, große gefährliche Nashornscheinwerfer. Muss man schon mal gucken. Und, wenn wir anmachen? Was passiert dann? Geht ja schon gut. Hat man gestern schon mal gemacht. Da hat sie allerdings noch sehr große Augen gemacht, als es plötzlich hell wurde und die Sonne im Stall aufging. Oh, jetzt ist ganz schön. Das ist doch gut so. Gestern hat sie dann erstmal das Frühstück unterbrochen und erstmal das Ding hier inspiziert näher, nachdem es plötzlich Licht von sich gab. Wie gesagt, jeden Tag einen kleinen Schritt. Siehste. Filmstar sein ist gar nicht so schwer. Sie ist schon entspannt hier bei der ganzen Geschichte. Da kann man schon, aber wie wir sehen, ja, wenn es plötzlich klappert, so weit sind wir noch nicht. Ja. Der ist ganz lieb, der Scheinwerfer. Und er ernährt sich vor allen Dingen nicht von Nasen. Bei den auch immer kompliziert. Das ist, wenn Schatten plötzlich irgendwo hingeworfen werden, die sie nicht kennen. Die reagieren da drauf. Das werden wir dann probieren müssen, dass man eben halt hier oben mal dann verstellt, dass der Schatten weiter runterkommt von den Tieren oder so. Ja, Licht aus. Das war's. Danke für Ihre Mitarbeit. Gleich folgt die nächste Lektion. Draußen auf der Freilichtbühne. Aber erst mal verschnaufen. Nur einen Steinwurf von den Nashörnern entfernt. Tropenerlebniswelt Gondwanaland. Drei Kontinente in einem.
und das Dach ist auch schon fast drauf. Bald können sie hier alle einziehen, die seit kurzem vereinigten Silberaffen, Lungenfisch Jens und die gerade zugezogenen Servale. Zwischen Urkontinent und Übergangsheim für die Neuen, Michael Ernst mit großen Plänen. Wir haben hier einen Pärchen Servale gekriegt aus Dänemark und aus Krefeld. Und noch sind sie nicht zusammen. Also am Sichtschieber sind sie schon, die haben sie schon gesehen. Sah auch nicht aggressiv aus. Und heute werden wir das Weibchen mal zum Kater in die Box lassen. Und dann werden wir einfach warten, bis sie vielleicht mal rollig wird. Und dann ziehen wir den Schieber auf. Und dann wollen wir kleine Servale haben. So macht man das einfach. Und jetzt machen wir erstmal nur noch ein bisschen mehr Sand rein. Micha hat die Katze in die Kiste gekriegt. Vom Sand wird sie erstmal nicht viel haben, denn sie soll ja rüber zum Nachbarn, der kurzfristig ausquartiert wurde. So, Mäuschen. Jetzt lassen wir hier einfach Zeit und gucken mal, was passiert. Also ich denke, es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie rüber geht. Rüber traut. Jens Hirmer sucht immer noch nach einem Weg, an das Säbelantilopenbaby ranzukommen. Es ist der zweite Versuch. Doch Mutter Maria ist wachsam, behält ihn genau im Blick. Obacht! Was er jetzt wohl vorhat. Aber der scheint auch nicht zu klappen. Obacht. Na komm. Ich wollte es eigentlich absperren hier, aber Türen klemmen. Na, das ist ja ein Ding. Ganz schön anti die Antilope. Gehst du rein? Geh mal rein, komm. Komm. Es sieht gerade nicht so aus, als ob sie das vorhätte. Ja, die Mutti passt gut auf ihr Kind auf. So sollte es eigentlich sein. Ja. Aber die Kleinen sind eigentlich auch Ablieger. Also normal legen die sich irgendwo hin und Mutti geht weg. Ja. Dann in dem Fall. Nur jetzt weiß sie, da passt was nicht. Jens führt was im Schilde. Nur was? Das scheint Jens selber nicht so genau zu wissen. So, und jetzt überlege ich, wie wir die jetzt da reinkriegen. Weil sie bewacht ihr Jungtier. Was ja auf eine Art auch richtig, richtig gut ist. Aber eben im Moment nicht für uns. So ist jedenfalls kein Rankommen. Ja, wir alleine jetzt auf jeden Fall nicht. Und die muss auf jeden Fall in den Stall. Ja. Da ist Jens erstmal am Ende. Mit seinem Latein. Die Amur-Leoparden haben auch Nachwuchs. Leipzigs erstes Jungtier seit 17 Jahren. Weltweit erst die 8. Geburt innerhalb von 12 Monaten. Eine kleine Kostbarkeit also, deren Wohlergehen ganz besonderes Augenmerk verdient. Soll ich jetzt also die Mutterstuben machen? Weil Mutti, das ist so, also so eine gute Mutter, aber keine gute Hausfrau. Also Essen im Bett, das geht gar nicht. Ne? Und die frisst immer drin in der Kiste bei ihrem Kind. Ne? Und da sieht es natürlich aus, Federn, Meerschweinhaare, tralala. Na klar, das ist für das Kind auch nicht so toll gut. Du musst auch jeden Tag dann die Kiste sauber machen. Ne? Also das würde der Schneeleopard dann nicht passieren. Sowas. Die ist nicht so dreckfuß wie der Vater. Ne? Na gut, dann wollen wir mal gucken. Ich gehe jetzt aufräumen. Aufräumen. Gute Gelegenheit, das erst 12 Tage alte Baby zu wiegen. Und eine kleine Kamera hat Jörg auch dabei. Muss nur noch das Motiv
einrichten. So, dann bin ich mal gespannt. Kann ich mal auf die Rache bringen. Warte, nimm mal was, komm. Ja, ganz braves Mädchen, ist ganz fein. Alles gut, passiert gar nichts, meine Süße, hä? Ganz fein. Jetzt muss ich mir noch ein paar Handschuhe holen. Die Spannung steigt. Oh, Baby. Boah, bist du ein Brocken. Klingt das so aus, hm? Wie ist dein Häppchen? Und gleich kommt der kleine Brocken zum Vorschein. Die Rhesusaffen müssen heute einen dicken Brocken schlucken. Komm mal raus. So, Ole. Christian Patzer will gemeinsam mit einem Lehrlingstrupp ihre Anlage in Schuss bringen. Und zwar geht es hauptsächlich um die Seile, die hier so unten durchhängen. Die müssen wir versuchen, irgendwie jetzt hochzubringen. Manchmal haben sich die Schellen eben gelockert und sind abgefallen. Das passiert eben in ein paar Jahren. Ich glaube, 2 oder 3 Jahre ist es jetzt her, dass wir die das letzte Mal anständig verspannt haben. Lass uns die bis über den Knauf da machen. Ja, über den Knauf und dann machen wir hier eine Schelle drum. Genau. Die Jungs da unten. Die fackeln nicht lang. Kommst du da ran? Müssen wir die Schelle noch unterstellen. Warte, Hans Felix macht die Seile erst einmal locker. Patzi, du willst also dieses komplette Ding nach hier oben verlagert haben? Prinzipiell ja. Okay. Systematisch wird alles neu aufgerollt. Mutig, das Äffchen. Ja, sehr viele um diese Zeit auf der Anlage ist eben äußerst ungewöhnlich. Und da wissen sie nicht so richtig, was sie damit anfangen sollen, aber sie sitzen alle noch da. Irgendwie ein komisches Gefühl, wenn die Affen über einen drüber rennen. Du Scheiße. Ich hatte das hier so drauf, darauf wird jetzt der Affe aufs Seil gesprungen und dann ist es hier runtergerutscht. Ja, Affe, das würde ich nicht machen. Er hat aber überlegt. Als wollte er sich mit dir anlegen. Wo führt das nun hin? So, noch mal einen Blick aufs Machwerk werfen. Ja, für die sind die Seile bloß ein bisschen anders, müssen die neuen Wege kennenlernen, aber das geht bei denen ratzfatz, das ist nicht das Problem. Das ganze eklige Gefransel mal weg ist, das macht vielleicht einen viel ordentlicheren Eindruck. Klar, und fängt alles oben. Die alten Zöpfe einfach abgeschnitten und die Fäden neu gezogen. Manchmal wirkt das Wunder und bringt unerwartet neuen Schwung. Katze fasst sich ein Herz auf in die leere Junggesellenbude. Aber lange dauert die Stippvisite nicht. So, Mäuschen, musst du mal, jetzt kommt der Onkel rein. Da kannst du dich jetzt eh nicht wehren dagegen. Kaum zurück vom Nachbarn muss sie auch noch in den eigenen 4 Wänden einen ungebetenen Gast erdulden. Du bloß deine Kiste an. Ist gut, Dicke. Du kannst in dein Kistchen gehen und dann ist alles gut. Sie hat sich eigentlich ganz gut benommen und das können wir so beibehalten. Wir werden immer die, wenn die noch ein bisschen ruhiger ist, gehen wir rein und füttern die aus der Hand, dass da ein bisschen Entspannung reinkommt. Lass mal Kater wieder rein, oder? Der ausgesperrte Kater hat von der Aufregung in seinem Gehege gar nichts mitbekommen. Aber jetzt wird's auch für ihn spannend. Er soll nämlich auf den Catwalk vor der Öffentlichkeit posieren. Also die beiden sind jetzt schön draußen und wenn die Presse nachher kommt und wir machen unseren großen Pressetermin, eigentlich wollte ich noch mal schnell durchfegen, aber ist egal, die machen eh alles dreckig dann. Da können sie die eventuell sehen, wenn sie sich ein bisschen an die Spielregeln halten und hier nicht wieder wie eine Horde Vandalen einfallen. Werden wir sehen. Ein Pressetermin. Ob der Serval da mitmacht?
Für die beiden Nashorn-Damen gehen die Proben für ihren Filmauftritt weiter. Seit Monaten haben sie ein eigenes Revier und das soll sich heute ändern. So steht es im Drehbuch. Doch es gibt auch einen anderen Grund. Wir hatten jetzt ein gutes halbes Jahr getrennt voneinander im Stall und Gehege, weil wir bei denen keinen richtigen Zyklus bei der Fortpflanzung haben. Und so wollten wir ausschließen, dass sie sich vielleicht doch, obwohl der Anschein immer so war, dass sie sich gut verstehen, irgendwie gegenseitig unterdrücken und dadurch kein Zyklus da ist. Und haben aber bei unseren Untersuchungen der Zykluskurven keinerlei Veränderung feststellen können und haben jetzt gesagt, jetzt ist Schluss, es reicht, dann lassen wir sie wieder zusammen. Die fühlen sich zusammen wahrscheinlich auch wirklich wohler, als wenn wir die einzeln stehen lassen. Oh, Nandi, pass auf, nicht erschrecken. Sind nur so große, starke Tiere, aber sie sind immer fürchterlich schreckhaft. Erstmal anmelden, dass ich da bin. Hallo. Hallo erstmal. Erst Scheinwerfer im Stall und jetzt das. So viel Aufregung. Das gefällt dem Dickhäuter nicht. Alles ein bisschen anders heute, ne? Ja. Ja, die sind schon nervös, die merken das schon. Das ging heute Morgen schon los. Viele Tiere haben da ein inneres Gespür dafür, wenn was anderes ist. Da muss man noch gar nichts gemacht haben. Die merken das einem meistens schon selber an. Feinsinnig. So, jetzt will ich aber die Chance mal nutzen, wenn die gerade da vorne stehen und den Schieber mal aufmachen. Oh, oh. Wie aufregend. Das geht doch. Ja, wieder zu Hause? Schon das schönere Gehege auf der Seite hier. Hat sich drüben in dem anderen Gehege nicht so wohl gefühlt. Hat immer mal ein paar Tage gehabt. Da wollte sie nicht gerade zwingend rausgehen. War ja nicht. Hier ist schöner. Mich hast du doch die ganze Zeit gehabt. Was willst du denn hier? Geht da drüben, da ist viel Grünes gewachsen, was sie dann nicht abgefressen hat. Aber steh nicht so rum. Für Sarafina auch noch einen Ast reintun. Denn das wird sich kaum geändert haben in den letzten 7 Monaten. Die werden wohl nicht von einem Ast fressen, nehme ich mal an. Und wenn es ums Fressen geht, entfacht sich Leidenschaft. Ja. Ansonsten tote Hose. Fressen ist die Wollust des Alters. Aber so alt sind die noch gar nicht. Die sind erst 10 und 11 Jahre alt. Die haben gutes Zuchtalter. Ja, aber vom Laubfressen wird man nicht schwanger. Und der Zoo wünscht sich so sehr ein Nashornbaby. Die Hoffnung stirbt zum Schluss. Da werden wir uns schon noch was überlegen. Aufgeben tun wir die Sache mit Sicherheit nicht. Die Tiere sind nicht nur da, um gezeigt zu werden, sondern sie sind natürlich da, um sich hier zu reproduzieren. Und ein paar Möglichkeiten sind schon noch offen. Auch bis hingehen zu einer künstlichen Befruchtung wäre bei Nashorn auch möglich. Aber das ist dann wirklich der letzte große Schritt. Nein, Nandi ist mit der Situation noch nicht so ganz fertig. Tja, jetzt müssen die Damen Gehege und Laub wieder teilen. Das ist Stress genug. Keine Zeit für Fortpflanzung. Auf die Waage soll jetzt der kleine Amur-Leopard. Mal gucken, was du wiegst. 1400. Hohoho. 1.432. 1.432, Wahnsinn. Ach, unser kleiner Amur-Leopard-Schnecke, hey? Du bist ja eine Süße, hey? Hey, kleines Mädchen. Zeig mal die Zähnchen. Also nichts durch, hey? Und jetzt nicht durch, alles fein. Alles gut. Hey? Du bist nicht eine süße Maus, hm? 1.432 Gramm. Du hast so viel zugenommen, das ist Wahnsinn. Absolut cool. Hm? Absolut cool. Und total mobil, ja? Augen beide offen. Schon seit dem 9. Tag, heute bist du 12 Tage alt. Hm? Ja, ganz fein. Ja, das Kleine wächst und gedeiht. Jetzt geht's wieder ab in die Mutterstube. Jetzt ist wieder dunkel. Genau. Hose fein.
ein schönes Stück Arbeit. Geschafft. Oh, schwitz. Ist aber auch eine Wärme. Also das Baby, absolut, absolut. Ne? Aber ein kleiner Huppeflow, schon Wahnsinn. Also so agil. Und also die hat so gut zugenommen. Oh, es ist einfach nur ein Traum. Also die hat, letzte Woche hatte die montags 944 Gramm und jetzt hat die 1432 Gramm. Also Wahnsinns, Wonneform. Ich musste einfach noch einmal noch ein Bild wenigstens von Schneeleopardenbabys machen. Das ist sowieso nicht, das ist so faszinierend alles. Ne? Guck mal hier, oh, ist das nicht herrlich? Die drei Nasen, die mit der Mutti zusammen dort hocken, he? Und da gucken und erwarten schon. Raubtier, Kinder sehen. Gut hier, das sieht gut aus. Also dieses Jahr ist ja doch alles ziemlich super gelaufen. Ne? Toi, toi, toi. Wie gesagt, ich hab genug Holz im Körper, dass das auch. Denn jeder im Zoo weiß, bei kleinen Raubkatzen kann auf dem Weg zum Happy End trotz bester Pflege immer noch viel dazwischen kommen. An das Säbelantilopenkind noch immer kein Rankommen. René Vorberg rückt als Unterstützung an, aber so richtig hat der auch keine Idee. Ja. Das Schlimme ist, die Türen gehen nicht. Ja. Ja, vielleicht als Vorschlag machen wir hier den Außenschieber zu, dann lassen wir mal ein bisschen Ruhe einkehren und dann machen wir den nochmal offen, hoffen, dass er mal reingucken kommt, ob es was zu beißen gibt. Dann hätten wir sie ja abgetrennt. Aber da müssen wir vielleicht mal alle ringsrum etwas. Plan C. Vielleicht kommt ja die Mutter Maria rein, weil sie denkt, es gibt was zu fressen. Ein simpler Trick. Hat aber schon oft geklappt. Na komm mal rein, komm. Das. Diesmal klappt's anscheinend nicht. Hat noch nicht geklappt, oder? Maria ist nach Hause los. Ich glaube, das wird nichts. Nee, Abbruch. Dann machen wir es später. Ich würde es später machen, René. Probiert es noch mal mit dem roten Eimer und wenn es dann nicht geht, dann machen wir es später. Alles wie vorher, nur dieses Mal mit Futter. Ich bin nach dem Frühstück noch mal in Sachen Jugendprophylaxe unterwegs. Und ziehe da. Bei wem? Anua. Es. Klappt. Und was haben wir? Erstmal haben wir schön Milchkot und ein Mädchen. Oder habe ich mich verguckt? Du guckst mich so. Nee, ich habe jetzt die rechte Seite. Was für eine Seite muss ich jetzt zur Oma machen? Also das ist mein definitiv ein Mädchen. Und jetzt ein erster Gesundheitscheck. Ich höre mir einfach an, ob die Lunge in Ordnung ist, das heißt, ob sie relativ frei atmet, das brauche ich. So viele Spritzensätze muss ich kennen. Nein, gut. Nur halten. Also wenn das alles ist, das. Das ist okay. Alles. Aber ein bisschen auf die Tempodüse drücken. Machen wir. Weil der Maria schon. Ja, wir arbeiten dran. Ja. Maria wird unruhig. So, wo soll die hin? Links. Da willst du es haben. Okay. Prima. Lassen wir Mutti wieder. Jetzt liegen, komm mal. Ach, komm. Also die steht hier und ist noch an. Ja. Los, ein ganz schneller Schritt. Die regt sich so doll auf. Okay. Ach, sind schon mal weg. Merkt ihr das noch? Das sind, da wiegst du 7,4. So, jetzt wird alles so. Nun schnell. Die Mutter wieder dazu. Quesan, die Schöne aus Taiwan, muss aufstehen, weil gleich ihr Nachbar kommt. Eine Woche geht es nun schon so.
Na, also sie hat auf jeden Fall als erstes kapiert, dass da noch jemand anders ist. Und sie ist noch sehr vorsichtig und so. Also das sind ja, also sie hatte auf jeden Fall noch keinen Menschen. Also hatte noch keinen Kontakt. Die ist ja als, also noch nicht ganz ausgewachsenes Tier gefunden worden. Also da hat sie sicher auch draußen im Wald niemand, ja, oder keinen anderen Artgenossen getroffen, denn die sind ja schon strikte Einzelgänger. Und im Zoo hat es also auch noch keinen Partner. Und bei ihm ist es ähnlich. Also er ist ein bisschen älter, aber eben auch so, dass er noch nicht so wahnsinnig die Erfahrung da mit einem anderen Geschlecht hat. Deshalb wird geübt. Komm, hier ein großes Vor. Machen wir mal zur Erinnerung, worum es geht. Immer um die Mittagszeit. Das ist da. Los. Los. So, jetzt werden wir ihn mal noch wecken. Nicht sonderlich aktiv, die Schuppentiere. Vor 12 muss Christina Schwind gar nicht erst antanzen. Also trotz, dass die Einzelgänger sind, ist es natürlich schon ganz schön langweilig hier. Also irgendwann kennt man ja das Gehege. Futter gibt es bei denen ja wirklich auch jeden Tag absolut dasselbe. Also es ist ja nicht mal, dass man nur die gleichen Futtermittel in unterschiedlichen Mengen kriegt, sondern bei denen ist es ja immer gleich. Und den kann man auch mit neuer Erde oder sowas kann man ihn nicht so wahnsinnig begeistern. Also irgendwann ist es dann halt mal Routine, im Gehege unterwegs zu sein, essen, schlafen, bisschen Füße vertreten. Aber jetzt ist alles neu. Alles neu. Seit Schuppi den Tunnel kennt. Könnte auch Abflussrohr dazu sagen. Das Glück liegt jenseits dieser Röhre. Ob Schuppi heute Glück bei Quesern hat. Bei den Anoas gibt's gute Nachrichten. Vor ein paar Wochen hat Kati ein kleines Mädchen zur Welt gebracht. Martel heißt sie. Eine große Freude. Anoas sind vom Aussterben bedroht. Gleich geht's los. Gibt's was? Freddy Kuschel. So, Katrinchen. Kümmert sich um die junge Familie und ist sehr zufrieden. Die kleine Martel fängt schon an, feste Nahrung zu sich zu nehmen. Er hat sich eigentlich ganz gut entwickelt. Was ja nicht so ganz typisch ist, das ist also ja eine Erstwerfende gewesen, Kati. Und nicht immer geht die erste Geburt so ohne weiteres vonstatten, dann mangelt es manchmal die Prägung Kind, Mutter, Mutter, Kind und dass sie das vernachlässigen. Aber hier ist es auf Anhieb wirklich sehr, sehr gut gegangen. Können wir sehr zufrieden sein. Martel lebt mit ihrer Mutter Kati Tür an Tür mit ihrem Erzeuger. Ein Draufgänger aus England. Das ist der Vater, Herman. Herman aus Chester. Der englische Bulle. Hat die kleine sächsische Kati gar nicht erst gefragt, ob sie will oder nicht. Der hat sich ja auch mehr oder weniger in das Leben hier hineingedrängt von Kati und hat sich die Jungfräulichkeit gestohlen. In einem feurigen Liebesrausch hat er Kati durch Taten überzeugt. Der ist hier über den Zaun gesprungen. Ja. War aber noch nicht ganz so hoch, der Zaun. Den haben wir dann erhöhen müssen. Ja, wir waren uns eigentlich sicher, dass er die alte Zaunshöhe akzeptiert. Und für uns war der Zeitpunkt des Zusammenkommens dieser beiden Tiere noch etwas zeitig. Wir hätten noch etwas gewartet, aber eines Morgens standen sie zusammen. Friedlich, was bei Anoas nicht ganz typisch ist. Ja, und dann mussten wir sie zusammenlassen. Es blieb uns ja nicht weiter übrig. Und da, das Produkt sieht man. Ein sehr schönes Kalb. Tja. Unverhofft. Kommt oft. Und da, wo Liebe naht, da hilft kein Stacheldraht. Na ja, gut, die Liebe, das ist mehr der Trieb gewesen. Der es gefunden hat. Aber jetzt sind alle froh.
über Hermen in Gigolo. Der hier hat noch ein Arbeitstreffen vor sich, Lokaltermin mit der Lokalpresse. Er ist jetzt immer schön vorne, sitzt auch im Sand. Und wenn man sich ein bisschen ruhig verhält und nicht vielleicht zu 20 reingeht, dann bleibt er auch sitzen. Wenn er doch in die Kiste geht, dann sieht man auch in der Kiste. Das ist halt nur nicht so schön. Die Fotografen mal rein, bitte. Die hier wollen die Servale ganz groß rausbringen. Na, Dicker. Komm mal her. Zwei fette Wachteln. Als Gage. Eins steht jedenfalls schon zu Beginn fest. Von Presserummel hält sie nebenan nichts. Da muss er ran. Das ist so typisch für so einen Tierfotografen. Die wollen immer alle Katzen, dass sie fauchen. Das ist immer ganz schön. Wenn sie faucht, dann geht hier das große Gewitter los. Der Kater gibt sich professionell. Auch wenn so ein Shooting an den Nerven zehrt. Das ist auf jeden Fall Stress, aber ich bin eher so, dass ich sage, so ein bisschen Stress kann nie schaden. Also auch draußen in freier Wildbahn ist nicht jeder Tag wieder andere. Und gerade Servale haben auch Feinde, wie jeden Löwen. Die müssen auch Stress erdulden. Und deswegen ist so eine Viertelstunde, 20 Minuten überhaupt kein Problem. Wir gehen ja auch wieder weg. Das einzige Problem, vor lauter Trubel kommt der Serval nicht an seine Gage. Darf ich die dann wegnehmen, die Dinger? Oder willst du sie noch länger filmen? Mhm. Micha hat ein Einsehen. Wenn der Kater nicht zur Beute kommt, dann kommt eben die Beute zum Kater. Ein fressender Serval. Das wäre ein gefundenes Fressen für die Fotografen. Ja, das war klar, dass er das nicht macht. Wenn mich jetzt hier 5000 Leute am vollen Teller beobachten würden, würde ich auch nicht essen. Dann müssen wir kurz zumachen und einfach mal 2 Minuten warten. Naja. Der geht dann runter, wenn hier Ruhe ist. Und wenn er dann unten ist? Medien sind ein schnelles Geschäft. Der Kater hat den längeren Atem. Ja, dann bleibt's auch so. Dann mache ich dir mal wenig Hoffnung. Er hat schon so viel schon der Ersten gesehen, der ist verschreckt. Ja, bis später. Ihr könnt euch dann wieder die Wachtel frisst, guckt euch dann bei EDC an. So, sehr schön. Aber auch bei uns. Jetzt ist er runtergesprungen. Klappt nicht immer alles. Interessanter als jede Wachtel ist heute nun mal die Kamera. Die Graumulle haben ein süßes Geheimnis unter der Erde. Doch zwei wissen Bescheid, Bereichskatze Astra und Kerstin Tischmeier. Sie hat vor kurzem 4 kleine Mulle in der Vitrine entdeckt. Also bei den Mullen hat es sehr, sehr lange gedauert jetzt. Und umso mehr freut es uns, dass es gleich 4 sind, weil das ist das erste Mal, dass wir jetzt 4 Jungtiere haben. Bei den anderen Würfen waren es immer 2. Oder halt dann nur 1 groß geworden. Aber jetzt mit den 4 ist eigentlich schon für uns eine kleine Sensation zumindest. Und wenn die jetzt alle 4 groß werden, ist natürlich eine tolle Sache. Und der Clan wird dann halt dadurch größer. Mal gucken. Immer beim Saubermachen guckt Kerstin, ob es allen gut geht. Also hier sind 2 Hütten drin und da werden wir jetzt einfach mal gucken, in welcher Hütte die Jungtiere sind. Also jetzt ist die Futterkammer hier. Und die Futterkammer werden wir jetzt einfach mal rausnehmen, weil ja doch viel Futterreste drin sind. Rübenschnitzel. Aber keine Mullbabys. Und die sieht so aus. Nee, das war jetzt kein Mullbaby. Wollen wir jetzt einfach mal weiter gucken. Hallo, ihr seid jetzt alle in dieser Kiste, wetten? Hallo. Uiuiuiui. Na, auch ein Knackschiss. Also das sind jetzt alle Mulle, die wir so haben und die Babys. Und die sehen irgendwie recht dünn behaart aus.
Marco? Marco? Das ist hier. Warum seid ihr denn so haarlos? Ja, wichte. Kahle Mulle? Ist das gesund? Boy Nam, allein unterwegs. Dabei würde der Achtjährige viel lieber mit seinen Artgenossen spielen. Boy, mein Freund, komm rein. Gut, dass wenigstens Sabine da ist. Die duscht ihn. Bleib bei dem Ring stehen, da kommt dann schön irgendwann. Der andere Folgen, los geht's. Das sehen wir. Oder ein Zeigefinger geht eher. Immer Spaß. Doch der Genuss ist bald vorbei. Mois Tage in Leipzig sind gezählt. Ja, grundsätzlich ist das mal so, der muss hier nicht weg. Aber warum soll der hier alleine rumstehen? Weil junge Elefantenbullen werden ja aus der Herde ausgeschlossen. Deswegen ist er jetzt auch alleine. Und damit er nicht alleine ist und ein paar Spielkameraden hat, geht er nach Heidelberg und trifft dort zwei jüngere Kollegen aus Hamburg und aus Hannover. Also dadurch, dass nicht noch ein Jungtier gekommen ist, wenn jetzt noch ein junger Bulle da wäre oder noch eine andere Kuh ein Jungtier gekriegt hätte, dann wäre das nicht das Problem. Da könnte der könnte auch so hier bleiben, aber dann hätte er jedenfalls jemanden zum Spielen. Und so ist das die beste Lösung, die er kriegen kann. Und ich bin da froh drüber, na klar. WG-Leben mit zwei anderen Halbstarken. Mal sehen, ob ihm das gefällt. Für Bullen ist das nicht so schwierig. Ich denke, dass bei Kühen, dass die der Eier ein bisschen eine Macke kriegen, wenn sie permanent verschickt werden. Bullen sind sowieso so, dass die rumwandern und wenn die von einem zu einem anderen kommen, ist für die nicht so, also emotional nicht so aufregend. Und Heidelberg ist ja auch nicht aus der Welt. Wenn Tempi Sehnsucht hat, kann er sein Baby jederzeit besuchen. Da kommt er in keine schlechte Haltung. Also wir tun ihn nicht irgendwo nach Spanien schicken oder nach Südamerika, sondern wir haben schon einen Zoo rausgesucht, der das ordentlich hinkriegt. Für mich persönlich, also ist es das Beste, was ihm passieren kann. 3 Wochen noch. Schwein. Dann geht Wollnamen endgültig aus dem Haus. Oh, müssen wir zumachen, ne? Hast du gesehen? Er findet es wirklich erregend da draußen. Tja, aus Kindern werden Leute. Die Bartkäuze. Ganz wachsam. Seit Jahren hat's mit dem Nachwuchs nicht geklappt. Und jetzt? Eine kleine Sensation. Oder besser, gleich 5. Viel Arbeit für so. Tina Lässig. Das ist das Futter für unsere Bartkauz-Gruppe. Ist natürlich jetzt relativ viel. Das ist noch nicht alles, was die heute kriegen. Die werden jetzt 3-mal am Tag gefüttert. Das ist jetzt die Mäuseration. Die haben heute früh schon Küken bekommen, kriegen heute Nachmittag noch mal ein paar Küken. Es sind ja nun mindestens 5 Junge und die 2 Altvögel und die fressen ganz schön was weg. Weiße Mäuse. Die ideale Babynahrung für kleine Bartkäuze. Nur das Allerbeste will Tina dem lang ersehnten Nachwuchs anbieten. Gestern haben sie das Nest verlassen. Bis auf einen. Naja, also 4 von den Kindern sind jetzt schon aus dem Horst ausgeflogen. Ein 5. ist auf jeden Fall noch drin. Also ich denke nicht, dass es noch mehr werden. Aber wissen tun wir es erst, wenn sie alle draußen sind. Gut, da gehen wir mal gucken, was sie heute für eine Laune haben. Ob sie mich ein bisschen sauber machen lassen oder eher nicht. Keine ungefährliche Sache. Gut, Dicker. Brav. Gut. Brav. Ja, also die Bartkäuze sind nicht so ganz ohne. Gerade wenn die Junge haben, dann verteidigen die natürlich auch. Das heißt, die fliegen den Pfleger einfach an und schlagen dann mit den Klauen ins Gesicht. Und das kann natürlich blöd ausgehen, wenn die jetzt die Augenpartie oder so erwischen. Deshalb muss man immer ein bisschen gucken, was für eine Laune sie auch haben. Ich meine, sie drohen zwar jetzt beide, dieses Knappen, was sie da machen, aber sind recht ruhig. Und das bleibt so. Hoffentlich. Ja, wir tun ja nichts. So, dann kriegen sie mal noch ein paar leckere Mäuse. So, und dann gucken wir mal, wie viel sie bis heute Abend gefressen haben, was sie als Abendbrot noch brauchen dann. So, jetzt kommt das Schwierigste an dem Unterfangen, die Tür wieder zu öffnen, ohne dass der Bartkauz angreift. Ist gut, Mann. So.
Also am schlimmsten ist natürlich wirklich der Hahn, welcher sich schon da in Flugposition befindet. Er kann also jetzt richtig schön, wenn ich mal kurz weggucke, hier durch die Tür geschwebt kommen. Und die fliegen so leise, du hörst sie wirklich überhaupt nicht. Merkst sie erst, wenn sie dir im Gesicht hängen. Erste Mission erfüllt. Ohne Krallen im Gesicht. Das war der Anfang. Doch gleich muss Tina in die Höhle des Bartkauzes. So, das wird natürlich jetzt ein bisschen heikler da hinten, weil die ganzen Küken ja da in der Nähe rumsitzen und man direkt an den Großen auch ein bisschen vorbei muss. Müssen wir erst mal gucken, wie sie heute drauf sind. Oh, oh. Ist gut, Dickerchen. Hm? Alles ist gut. Ist gut, Mäuschen. Schön brav. Na, gibt's da Ärger mit dem Dickerchen? Schuppi. Jetzt kommt er. Schreitet zur Tat. Tut, was von ihm erwartet wird. Sehr gut. Dann los geht's. Wird er sein Weibchen beglücken? Also jetzt ist um zwei. Zeitplan wie immer. Und er ist auch schon wieder auf dem Baum. Und jetzt ist also der erste Deckversuch für heute. Sie hat nicht so richtig Laune. Also faucht auch ein bisschen und versucht es jetzt irgendwie auszuhalten, was er da vorhat. Also er muss ja schon recht geschickt seitlich unter den Schwanz runter im Prinzip. Und so in der Stellage kann ich mir das nicht so richtig vorstellen, wie das funktioniert. Also sie ist natürlich schon ganz schön zappelig und lässt das alles nur bis zu einem gewissen Grade zu. Und kurz bevor es halt wirklich ernst wird, dann rutscht sie noch mal ein paar Zentimeter beiseite und dann ist es nur erstmal wieder vorbei. Aber letztendlich wollen wir versuchen zu zischen und da muss sie sich dran gewöhnen. Er vielleicht auch ein bisschen feinfühliger werden, keine Ahnung, wie das so abläuft. Das sieht echt schmusig aus irgendwie. Also gestern hat er so eine richtige Deckbewegung gemacht, also so ein schnelles Hin- und Hergerudel da. Also jetzt ist es mehr so, er versucht jetzt gerade noch irgendwie Halt zu finden. Wobei die Stelle an sich nicht schlecht ist, also. Aber sehr, das ist schlecht, ne? Das muss ich erst mal abreagieren. Also es war die letzte Zeit auch so, der ist dann irgendwann, wenn sie halt ihm dann zu lange weggerannt ist, da ist er dann runtergegangen und hat dann erstmal wie wild in der Erde gewühlt. Das macht er jetzt auch. Und das ist einfach jetzt, weiß nicht, ein bisschen Dampf ablassen. Schon ein bisschen Wut. Ist ja auch frustrierend. Dicht behaart wie die Großen sollten Mullbabys eigentlich sein. Ja, wenn man das jetzt hier so sieht. Fast Kahlschlag. Sowas. Rinder. Ist Kerstin noch nicht untergekommen? Jawoll, fein gemacht. So, drinne bleiben. Jens, guck dir mal die Mullbabys an. Moin. Vier Stück und eins recht rosa. Alle vier fit, ne? Naja, was heißt fit? Also die sind irgendwie leicht dünn behaart, finde ich. Dafür, dass sie beim letzten Mal richtig schön behaart waren. Ach, die verlieren? Sieht das jetzt recht schütter aus, das Fell, was sie haben. Weiß jetzt nicht, ob der Marco das schon mal gehabt hat. Also ich kenne die nicht so. Das ist auch das erste Mal, dass wir vier Leben da haben. Also vier Leben, das ist also schon bei uns. Vielleicht liegt es auch an der Milchversorgung. Mullmilchmangel. Was macht man denn da? Ja, es macht jetzt Sorgen natürlich, weil wir das so nicht kennen oder Kerstin das auch noch so noch nicht gesehen hat und müssen wir erst mal abwarten, erst mal gucken. Bisher hatten sie immer nur zwei Jungtiere, was natürlich einfacher für die Mutti ist. Und bei Vieren, da muss man sich schon ein bisschen vorausgaben. Oder war ja heimlich ein Nacktmull drin? Wer weiß. Die Afrikaner werden die kleinen Kahlköpfe ganz genau im Auge behalten. Überwachen, ob hier noch was sprießt. Schön brav. Tina
allein unter Bartkreuzen. Problem ist also, man kann jetzt kaum gucken, was man hier treibt, weil man halt die Kreuze alle im Auge behalten muss. Aber wie man sieht, der Hahn ist sehr relaxed. Also wenn er jetzt wirklich angreifen wollte, dann würde er mich nicht aus dem Auge lassen. Er guckt jetzt nicht mal zu mir her. Und die Henne dürfte theoretisch nicht angreifen, weil die eher dann in der Horstnähe halt bleibt, weil da ja auch noch ein Küken drin hockt, was noch nicht ausgeflogen ist. Kein Wunder, dass die Eltern bei so vielen Babys immer auf Hab-Acht-Stellung sind. Ein Bartkrauzangriff hätte schmerzhafte Folgen. Das sind die Krallen, die strecken die dann wirklich richtig vor beim Flug und schlagen richtig mit Kraft dann rein. So, zum Aufkehren bücken darf ich mich natürlich jetzt nicht. Dann kommt er auf jeden Fall. Das heißt, wir kehren es einfach jetzt hier raus. Schließen die Tür und alles ist gut. Sauber machen. Ohne Blessuren überstanden. Die Stimmung entspannt. Der Zoo hat jahrelang versucht, Bartkreuze zu züchten. Vergeblich. Vor kurzem wurde die Henne ausgetauscht. Und siehe da, plötzlich funkt es. Erst also haben wir ein Piepsen halt gehört, haben wir, oh, ist ein Kind, schön. Dann war es auch immer zweistimmig, da dachte man, naja, es sind zwei. Ja, und dann, wo sie ein bisschen größer waren, ging es los, dass erst halt ein Kopf über den Horstrand guckt, den nächsten Tag waren es schon zwei. Dachte man, okay, zwei ist eine schöne Zahl, dann waren es plötzlich drei, dann vier. Und jetzt sind es also mindestens fünf. Wie witzig die Kleinen. Flauschige Baby-Eulen. Ein seltener Anblick hier im Zoo. Tina kann sich gar nicht satt sehen. Also die Jungtiere sind natürlich nie Routine. Da freut man sich über jedes, was groß wird. Und gerade eben, weil wir bei den Bartkreuzen so viele Jahre jetzt Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt haben, um irgendwas zu erreichen, ist es natürlich doppelt so schön, dass es jetzt geklappt hat. Und gleich mit so vielen Jungtieren ist es natürlich sensationell. Jetzt müssen die Kleinen nur noch groß werden. Aber immer mit der Ruhe. Am Abend in Afrika, die widerspenstigen Gnus dürfen nur über Nacht auf die Savanne. Und jemand anders verschafft sich auch Freigang. Oh nee, es war jetzt so, als flog hier ein Marabu umher. Ist gerade ein Marabu abgehauen. Oh, sage mal, was ist denn das für eine Nummer? Was machst du denn für Quatsch? Einen Ausflug. Ob der Marabu sich so einfach einfangen lässt, das erfahren Sie in der nächsten Folge. Außerdem schlechte Stimmung bei den Mähnenwölfen. Und Torben braucht immer eine extra Garnele. Elefant, Tiger und Co. Also, bis dann.